Letzter Streich. Max und Moritz, wehe euch. Jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, Zapperment, da Ding werd lichter. Hei, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he, heran, mal er das so schnell er kann. Her damit. Und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter. Ricke-Racke, Ricke-Racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Schluss. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat geit meck dat an? Kurz, im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm, Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.